Die Sendung Geld. Mit freundlicher Unterstützung von der Helvetia. Einfach, klar, Helvetia. Willkommen bei unserem Geld-Spezial KMU. Sehr viele Leute kaufen heute im Internet ein. Das bedeutet aber nicht, dass schöne Läden, wie man sie aus den Dörfern und Städten hier im Mittelland kennen, keine Zukunft mehr haben. Je nach Art der Produkte wird mehr online gepostet. Bei anderen Produkten hingegen ist die persönliche Beratung im Laden wichtiger. Genau darum ist es auch für viele KMU wichtig, dass sie nicht nur eine moderne Homepage haben, sondern auch einen funktionsfähigen Online-Shop, wo sich Konsumentinnen und Konsumenten einfach zurechtfinden. Dass ein Online-Shop grosse Chancen, aber auch ein paar Gefahren kann beinhalten, die man berücksichtigen sollte, zeigen wir in unserem heutigen KMU-Porträt der Firma FS Global Text AG. Es sieht ein bisschen aus wie ein Shop für Outdoor- und Freizeitkleider. Aber was der Bernd Schob hier anbietet, ist fürs Arbeiten gemacht. Auf die Geschäftsidee von einem Arbeitskleidershop ist der Bernd Schob bei einem Treffen mit einem Bekannten gekommen. Ich bin damals mit einem Geschäftspartner von mir zusammengesessen und der hat erfahren, dass meine Frau etwas mit Kleidern zu tun hat. Er hat gesagt, ja, ich brauche immer Arbeitskleider, ich bin nicht zufrieden mit dem Service, den ich hier auf dem Markt draussen überkomme. Ich muss dort Kleider kaufen, dort bedrucken, besticken und ob wir nicht mal eine Kollektion können machen für ihn. Denn Arbeitskleider sind längst ein wichtiges Marketinginstrument für die Kunden. Dass sie wirklich einheitlich auftreten, also schön angeschrieben sind, mit dem Logo vorne, hinten, einmal auf der Hose, zum Teil auch noch mit dem Mitarbeiternamen angeschrieben. Mittlerweile beliefert die Firma unter der Marke Ernesto Vargas vom zürcherischen Embrachhaus Kunden in der ganzen Schweiz, vorwiegend aus der Bau- und Handwerksbranche. Das Online-Geschäft, das steht im Zentrum. Sobald wir eigentlich den Kunden das erste Mal aufgenommen haben, seine Leute ausgemessen, also Mitarbeiterdaten aufgenommen, legen wir in einem speziell entwickelten Webshop hinterlegen und dann hat er die Möglichkeit, dort äußerst auf einfache Art und Weise nachzubestellen. Der Onlinehandel birgt aber auch Risiken. Kunden mit schlechter Zahlungsmoral oder Angriff aufs System. Für das hat FS Global Tax unter anderem eine Cyberversicherung bei der Helvetia abgeschlossen. Wir haben einen Haufen Massnahmen ergriffen, dass man nicht so einfach gehackt werden kann. Also mit Backup-Systemen, Passwörter, die gewechselt werden und, oder neuesten Updates. Und quasi die Cyberversicherung ist einfach nochmal so ein Zusatz, falls dann nochmal etwas passiert. Neben der persönlichen Kundenberatung liegt für den Bernd Schob die Zukunft klar im Online-Bereich. Darum soll der noch weiters ausgebaut werden. Der stationäre Handel im Laden mit Beratung und ein Online-Shop können sich gut ergänzen und beinhalten für viele KMU grosse Chancen. Begrüßt jetzt Daniel Meyer, Verkaufsleiter bei der Helvetia Olten. Ja, was sollten die KMU beachten, wenn sie jetzt so einen Online-Shop betreiben wollen? Zunächst sollten sie sich mal entscheiden, wenn sie einen eigenen Online-Shop von der Pike an aufbauen oder wenn sie mit einem Partner, der renommiert ist und eine Plattform hat, zusammenarbeiten. Stichwort Amazon beispielsweise. Sollte man einen Shop von Anfang an aufbauen, von null an aufbauen, dann hat man die Qual der Wahl. Es gibt ganz viele Anbieter, technische Lösungen. Das Gleiche gilt auch für das Zahlungssystem, also wenn man mit Kreditkarte will zahlen. Da gibt es wirklich sehr viel. Ich empfehle, auf die Sicherheit zu achten. Lieber ein paar Franken mehr auszugeben, aber den Anbieter mit dem höchsten Sicherheitspotenzial. Gerade wenn es um Zahlungsverkehr geht, Kreditkarte, ist das sehr, sehr wichtig. Wo gibt es denn in der Praxis die grössten Risiken? Ich glaube, etwas, was wir alle tagtäglich in der Zeitung lesen, sind Hackerangriffe. Da sind private wie Firmen nicht davor gefeit. Ein Hacker greift mich an, kommt in mein Netz hinein, zerstört meine Daten, verschlüsselt Daten, erpresst mich. Ich habe einen Ertragsausfall während dieser Zeit, verdiene also kein Geld. Allenfalls sind Kunden böse auf mich und ich habe einen Reputationsschaden. Also kann recht ein Rattenschwanz gehen, der mich viel Geld kostet. Wie kann dann ein KMU so Haftpflichtrisiken möglichst ausschliessen, die mit einem Online-Job verbunden sind? Es gibt eigentlich nur eins, eine sogenannte Cyberversicherung. Die sind speziell für die Risiken konzipiert worden. Also eine Selbstversicherung besteht aus verschiedenen Bausteinen. Einer ist eine Haftpflicht, also wenn jemand mich herantritt und Forderungen stellt, werden die gezahlt oder abgelehnt, wenn sie ungerechtfertigt sind. Es hat einen Rechtsschutzbaustein drin, der mich bei rechtlichen Angelegenheiten stützt und zahlt. Und natürlich die Eigenschäden. Also mich über Angriff, das System ist flach, ich muss vielleicht die ganze Hardware neu kaufen, die Software, Daten importieren, installieren, rekonfigurieren. Der Ertragsausfall, all das ist über eine Cyberversicherung abgedeckt.
Anders als bei einer ganz einfachen Homepage kann man beim Online-Shop auch Zahlungen abwickeln. Und dann wird es schon mal ein bisschen heikler. Wie kann man sich da schützen? Gehen Sie bei den Zahlungssystemen auf die grossen, renommierten Anbieter zu. Die haben die sichersten Systeme. Es geht davon, dass Datenverschlüsselung wichtig ist. Es werden sensible Kundendaten übermittelt. Und da empfehle ich sehr stark, tun Sie nur die bekannten Unternehmen berücksichtigen, die einen guten Ruf haben. Ein schwieriger können es allenfalls werden, wenn Sie auf Rechnung anbieten. Es gibt Kunden, die das sehr gerne haben. Ich verschicke etwas und komme eine Rechnung über. Das kann natürlich einen Zahlungsausfall bedeuten. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass ich in meinem Online-Shop Zahlungsbedingungen, Zahlungsfristen sehr genau definiere und allenfalls sogenannte Restschuldversicherung abschliessen. Das ist eine Versicherung, die speziell für solche Ausfälle gemacht ist und kostet allenfalls Beträge bei einem Ausfall. Jetzt haben Sie vorhin schon das Risiko von Hacker angesprochen. Ja, das hat man immer häufiger. Mhm. Wie kann man da als KMU vorsorgen, wenn beispielsweise Hacker den ganzen Shop blockieren würden? Wir sind uns gewohnt, unsere Handys regelmäßig abzudaten. Das gilt auch für einen Webshop. Ich muss regelmäßig updaten, ich muss Plugins updaten, ich muss die Firewall aufrechterhalten vom neuesten Stand. Ich sollte eine Sicherheitskopie machen, also ein Backup, wenn wirklich alles zerstört wird, trotz aller Sicherheitsmaßnahmen, dass ich die Daten nicht mehr herholen kann. Schaffen mit sehr komplexen Passwörtern, also 1, 2, 3, 4 ist definitiv die falsche Variante. Und das sind so Grundsätze, die unbedingt beherzigen sollten. Und ab und zu auch in einen eigenen Shop gehen und einen Probekauf machen, einen Testkauf. Vielleicht geht meine Seite gar nicht, ich merke das wochenlang nicht. Mhm. Was sollte man sonst für Risiken absichern, wenn man selber jetzt einen Online-Shop gründen will? Man ist ein grundsätzlich Unternehmen, wie jeder andere auch, Online-Shop haben oder nicht haben. Ich brauche also die klassischen Versicherungen. Betriebshaftliche Versicherung, Fahrhaben, Inventarversicherung, die mein Hab und Gut schützt. Ich empfehle immer eine Rechtsschutzversicherung. Sehr sinnvoll kann auch eine technische Versicherung sein, zur Abdeckung meiner technischen Apparaturen. Und falls ich mich auch für den Transport der Ware zu der Kundschaft selber bemühe, dann ist eine Transportversicherung sicher nicht das Falsche. Danke vielmals für die Tipps, Daniel Meyer. Sehr gerne. So viel für heute vom Geldspezial KMU, wo wir jeweils speziell den KMU hier aus dem Mittelland Tipps geben, wie Sie Ihren Betrieb sicher und noch erfolgreicher machen können. Einen schönen Abend und bis bald. Sendung Geld. Mit freundlicher Unterstützung von der Helvetia. Einfach, klar, Helvetia.